Zweihänder. Nehmen wir das hier. Super. Bam. Au. Was? Oh, oh, das war mein... Das war mein Schild. Den hier, wa? Bam. Okay, okay. Bong. Au. Oh, Mann. Gut, komm. Jetzt noch irgendwas zum Essen herstellen. Essen wiederherstellen. Das Leben wiederherstellen, nicht Essen wiederherstellen. Mann. Dann reden. Oh, ein leckeres Omelett. So, abgewehrt. Ah. Zu spät ausgewichen. Ja! Zack! Au, au. Oh yeah! Oh nein, mein Wächterschwert ist kaputt. Aber hier gibt's ganz viel neues Zeug. Ding, ding, ding. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwelches Müllzeug aufgenommen, oder? Ja. Weg damit. Und ja, weg und weg. Aber die Keule, die nehmen wir. Datenschild. Oh, da hinten ist ja noch einer. Danke, dass du mir Munition zuschießt. Easy going. Bing, bing. Wing. Holzpfeiler. Oben brauchen wir nicht. So. Auch dafür. Ein Opal. Und da. Ja, bestimmt eine Kochstelle. Genau so. Also jetzt versuche ich mal das hier in die Hand. Das ist ja super. Das hat ja super funktioniert. Ja, du sollst eigentlich nicht das Pferdchen. Egal. Da. Pferdchen. So. Kochrunde. Mal wieder. Haben wir lange nicht gehabt. Wir nehmen einmal die Maxi-Rübe. Und Hyrule-Gras. Kochen. Weil das Hyrule-Gras hat bis jetzt immer gut funktioniert. Maxi Wildgemüse, volle Heilung, plus 3 extra Herzen. Erhöht zeitweise die maximale Anzahl von Herzen. Ist ein denkbar simples pflanzliches Gericht, bei dem einfach nur Kräuter und Gemüse aus der Wildnis gebraten werden. Natürlich hier das Ultra-Kombination. So, einfach 3 Äpfel. Ich hoffe jetzt nicht nur Bratäpfel. Ring. Kochobst. Sehr gut. 3 Herzen. Ist perfekt. In die Hand. Was passiert mit dem Enzian? Schleichdampfobst. Lässt sich leichter schleichen. Eine regionale Spezialität. Für die Obst vor der vollständigen Reifung im Blatt eines Wildkrauts gedämpft wird. Ah, das gilt dann wie als Wildkraut, oder wie? Natürlich cool. Aber es kriegt hier scheinbar irgendwelche Random-Effekte.
Was passiert denn, wenn ich dich mit Wild koche? Schleicht am Fleisch. Lecker, lecker. Du hast doch Schleicheffekte. Da stehen nämlich nicht dran. So. Erhöht die Abwehr. Erhöht auch die Abwehr. Wo war denn jetzt nochmal? Ich kann die Fee dazu tun. Okay, ich kann Feen kochen. Nein, garantiert nicht. Ich werde die Fee nicht mitkochen. Das ist nämlich außerdem meine letzte Fee, weil ich habe nämlich schon eine Fee verbraucht, als ich aus 3 Kilometer Höhe auf diesen Typ gejumpt bin, um ihm richtig eine zu geben. Und habe eigentlich auch keinen Schaden gemacht. Hier. Rüstung. Er macht auch Rüstung. Dann machen wir mal den Karpfen. Und den Kürbis. Rinder. Bing. Abwehrdampffisch. Erhöht deine Abwehr. Aber nicht so lange. Kleines Gericht beim frischen Fisch. Ich glaube, das war wieder nicht so cool gemischt. Eine Fit-Karotte. Wir haben gar keine... Die andere Karotte haben wir gar nicht mehr. Die haben wir nämlich weggegeben. Dann haben wir noch einen Fisch dazu. Und... eine Eiche. Dong, 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 dong. Boah, Fitness-Dampffisch. Erhöht die maximale Ausdauer. Feines Gericht, bei dem frischer Fisch im duftenden Blatt eines Wildkrauts gedämpft wird. Ultra geil. In die Hand. In die Hand. Weil die Ausdauer. Dröhnung. What? Oh, die ganzen schönen Effekte weg. Nur weil ich 2 Dinger. Da kann ich auch einfach die hier nehmen. Also ich darf Pilze nicht so miteinander mischen, nur. Außer es sind nur 2 Pilze, dann wird ein Spieß draus. Verstehe das nicht. So, Schleichglöckchen. Immer ein Kochzutat. Dann brauchen wir noch eine Primärzutat, dann nehmen wir den Apfel. Dong, 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 dong. Ring. Schleichdampftobst, na, das ist nicht so grandios. Brauchen wir nicht so viel Schleichen. Den Schwertkarpfen. Was könnten wir denn noch zusammentun? Mit einem leckeren Stück Wild. So, bitte was Gutes. Nice. Kraftgrillteller. Erhöht die Angriffskraft. Level 1. Reichhaltiges Gericht mit saftigem Fleisch, frischem Fisch, knusprig braun gebraten. So. In die Hand. In die Hand. Und in die Hand. Bong. Ausdauerfischspieß. Füll die Ausdauer auf. Frisch gefangener Fisch am Spieß geröstet. Sehr gut. So, warum eigentlich nicht? Dann nehmen wir noch eine Schnecke. Wo die Schnecke echt ekelhaft aussieht. Schleich-Meeresfrüchte-Spieß. Das ist natürlich richtig geil. Lässt dich leiser schleichen. Wir haben noch so einen Hyalbarsch.
Das noch. Dazu davon. Schwing. Ein Grillteller. 5. Nö. Hat denn noch irgendwas, was die Ausdauer? Ausdauerschrecke in die Hand. Medizinverarbeiter soll noch weitere Verwendungsmöglichkeiten haben. Eins davon. Mal 4. Und jetzt hau rein. Oh! Ausdauermedizin, die jetzt sogar Herzen erfüllt. Das ist ja cool. Und der Schwertkiefer. Leider wieder schleichen. Bernstein. Ich will immer noch wissen, was ich damit machen kann. Leuchtstein. Kann man Gewänder anfertigen? Ballon. Oh, jetzt sieht es so aus, als hätten wir jetzt echt mal wieder viel zu essen und auch Medizin, ein bisschen was zumindest. Sportmedizin ist so ein bisschen unser Problem, was wir nicht haben. So, das einfachste Gericht nochmal. So, Obst mit Pilzen. Genau dieses Obst mit Pilzen essen wir jetzt auch. Nom, 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 nom. So. Pferdchen. Pferdchen geht auf große Wanderschaft. Pferdchen, was machst du denn hier? Willst du zu den Wächtern? So. Da sind noch andere Pferde. Er wollte zu seinen Artgenossen zurück. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Was ist das denn? So? Bang! Wow. Wo sind wir denn hier gelandet? Ruhig dich. Spring! Na. Hateno-Festung. Wow. Hier sind echt... Los, los, los. Hier sind echt viele Wächter, ja. Wecken. Hey. Ja. Tritus, ich bin wach, ich bin wach. Ich schlafe nicht. Ich bete für die Seelen des großen Ritters und der Soldaten, die ja an der Hateno-Festung gefallen sind. Ja. Hier bin ich lebensgefährlich verletzt worden. Auch echt so, als hätten sie oben irgendwas zerstört und haben sie irgendwie versucht, behelfsmäßig das zu reparieren. Ja. Geschnarcht? Das musst du dir eingebildet haben. Willst du vielleicht mit mir zusammen beten? Gern. Sehr lobenswerte Einstellung für einen jungen Kerl wie dich. Die Hateno-Festung war Hatenos letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Hätte es diesen Ort nicht gegeben, wäre Hateno wahrscheinlich ganz ausgelöscht worden. Deshalb halte ich es für meine Pflicht, halte ich es für die Pflicht jedes Hylianers für die Toten zu beten und ihre Heldentaten weiterzuerzählen. Aber jetzt haben wir gar nicht gebetet. Wollten wir nicht zusammen beten? Ja, dann halt nicht, ne? Dün, 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 dün. Irgendwas? Ah, natürlich gibt's hier was. So? Nein! Los, Link. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ich sehe nichts. Hoch mit dir. Hä? Sehen wir? Nein, das war nur Spieße. So, jetzt haben wir hier mal so ein Windrad. Muss ich von hier unten... Von da oben irgendwo hinspringen? Ah, in den See. Soll ich in den See springen?
Und da oben.